Willkommen zum Podcast Wahl, Veränderung und Aktion. Hier kannst du wählen, verändern und handeln, um ein anderes Heute und eine andere Zukunft zu kreieren. Das sind meine Geschichten über Wahlen, Veränderungen und Aktionen zusammen mit den phänomenalen Gästen, die ich hier empfangen darf. Schon von klein auf wollte ich die Welt verändern. Der Planet war für mich eine ständige Inspiration. Access Consciousness hat mir die Werkzeuge gezeigt, mit denen ich weiß, dass alles möglich ist und ich wähle weiter. Was wirst du wählen? Hallo, herzlich willkommen zum Wahlveränderungs-Action-Podcast. Du bist mit Simone. Melissa ist dein Gastgeber und heute mein Gast. Wie sagt man dein Name? Shaina Fernando. Oh, ich liebe es. Oh, sehr herzlich willkommen, Shaina. Danke, dass du hier bist. Dankeschön. So, heute möchte ich über Körper sprechen und die Veränderungen, die sich zeigen in deinem Körper, wenn du es wählst, etc. Und du hattest eine massive Veränderung in deinem Körper. Es ist so unglaublich, sich das zu schauen. Instagram kann ich das mal posten. Es ist Shaina Fernando. Okay, wir werden das auch in den Shownotes reinschreiben. Und was ich gemerkt habe, ist, was ich jetzt gemerkt habe mit dir und weil du dir Social Media dich zeigst und du alles erzählst, es ist, wenn jemand mir sagen würde, okay, du wirklich jeder schaut und ich vergesse dann dich und dann, vergiss nicht, die Leute gucken, die sehen dich mit dem, was du siehst. Also ich habe gesehen, in Anführungszeichen, die Reise mit deinem Körper und ich möchte dir jetzt ein paar Fragen stellen. Okay, also das war, was ich gemerkt habe, dass du ganz, ganz viel Gewicht verloren hast, ganz viel Gewicht erstmal. Wie viel war das? Ich fing mit 150 Kilos oder drüber und jetzt bin ich bei 71. Ich habe also mehr als die Hälfte meines Körpergewichts verloren. Das ist unglaublich. Und wenn du dir das auch 150 Kilo, das sind über 300 Pfund, okay? So, okay. Ihr müsst das selber nachschauen, immer was es ist für euch. Kilos zu Pfund, also auf jeden Fall super viel. Und also ein bisschen etwa die Straße jetzt mit dir da runter gehen. Und wie bist du zu diesem Gewicht gekommen? Oder was ist, wo hast du das gewählt, so zu werden? Es waren ganz viele Dinge. Ich war immer größer und ein Teil davon bin ich aufgewachsen mit der Familie, in der ich reingeboren wurde. Die leben einfach ganz anders wie ich. Ich habe nur Essen gegessen, was mir Spaß, was sie gemacht haben, was ich wusste. Ich wusste nicht genug, dass ich mir etwas anderes anschaute. Es macht mich glücklich. Ich liebe Essen. Und ich dachte, das wäre mein Glück für immer. Aber es ist nur jetzt, dass ich mir die erlaube, dass mir etwas anderes zu suchen, dass ich diese Dinge gefunden habe, die ich noch mehr liebe. Und das veränderte das auch für mich. Okay, das ist gut. Ein paar Dinge, dass ich jetzt aufgreifen möchte, ist erstmal, wenn du sagst, dass du immer größer bist. Also wie viele Leute haben mir das schon gesagt, die sagen, oh, ich war immer dicker. Okay, als Kind, was immer, welcher Grund, egal, wenn es in der Familie war, okay, so sehr ausgebildet in dieser Richtung, okay, ich war immer dicker. Kannst du mal diese Energie ansprechen? Weil immer, dass ich das anhört, dass ich war immer dicker, ich war immer dicker. Also ich habe das auch für mich, ich war immer dicker. Und wenn es mich auf und zu vergibt, dann ist das, ich war nicht dicker. Ich dachte, ich war viel, viel dicker, als ich tatsächlich bin. Ich hatte diese Ansicht, dass ich immer zu dick bin. Kannst du ein bisschen darüber sprechen? Und wie die Leute
Ja, von dieser Ansicht heraus handeln. Was kannst du sein und tun, um das zu verändern? Vor allem du aus dieser Ansicht heraus handelst. Das schließt dich ein in das Ding ein, dass du es niemals verändern kannst. Es wird immer so sein, es wird sich niemals verändern. Und wenn wirklich, dann wird es auch so bleiben. Und wenn du immer dicker bist und dir immer dachtest, du bist immer dicker, physisch war ich das tatsächlich. Ich hatte das Gewicht meines Ehemanns als Zehnjährige, als kleines Mädchen. Ich war immer anders. Ich sah einfach anders aus wie andere Kinder, aber ich hatte einfach, ich wusste, dass ich immer so war und mich immer so gefühlt habe und dass ich einfach in dieses Dänenkind reingefallen. Wenn ich so lange schon so war, dann werde ich dann so für immer sein. All die Leute um mich herum, meine Mutter hat das auch, diesen Teil auch weiter so gesponnen, dass das, was ich mache, ist widerrufbar. Wenn du dicker bist und du denkst, du bist dicker und zu wissen, es muss nicht so immer so sein, dass du kannst was anderes wählen kannst, das ist ein großer Gamechanger. Also ich möchte ein paar Clearings laufen lassen von Access Consciousness. Ich möchte dich auch fragen, was war es, was dich das hat verändern lassen, wie du da sprichst? Ich kann die Leute hören, wer sagt, es ist nicht widerruflich. Du weißt, du kannst es verändern, du kannst in jedem Bereich deines Lebens verändern. Wir sprechen jetzt über Körper, du kannst aber das übernehmen, auf Geld applizieren. Oh, ich war immer arm, ich werde immer arm sein. Nein, es muss auch so nicht sein. Also in all den unterschiedlichen Bereichen deines Lebens, wo ich die Leute sehe, denken, sie haben ein Problem und sie denken, das ist unwiderruflich und sie können es nicht verändern. Das ist nicht wahr. All diese emotionalen Puffer, all die Leute, wo du dich vermeidest und verteidigst, dass es unwiderruflich ist. Das ist dein Lebensschicksal, so musst du leben. So ist dein Körper, du kannst ihn nicht verändern. Willst du das bitte jetzt auf ihn widerrufen? Ausrüstung von Abschalten, auf König zerstören. Alles, was das ist. Bei Gott, Zion. Bei Drunk, Good, Bad, Popcorn, Nein, Trust, Voice, Provides and Beyond. Und das ist das Access Consciousness Clearing Statement. Du kannst es finden auf theclearingstatement.com. Wenn du mehr darüber rausfinden willst oder du bist einfach nur reingesprungen beim Podcast, du kannst zu YouTube, wir sind jetzt auf YouTube, wenn du das anhörst und du möchtest mich und Shaina sehen, wir sind hier auch auf YouTube. Und wenn du nicht weißt, worüber wir sprechen, dann Pottenpock, alles, was du entschieden hast, was du nicht verändern kannst. White Punk, Good Bad Pop, Online, Choice Boys, Provides and Beyond, was? Was war es, wann du gesagt hast, ich kann es verändern, ich kann erst anderes wählen? Ich denke, für mich, eine Mutter war ein großer Teil davon, der Beginn der Veränderung. Eine Mutter zu sein, was ich dachte, dass ich nicht fähig bin für lange Zeit. Und als ich tatsächlich Babys hatte, dachte ich, ich kann wirklich auf einmal alles machen. Und ich fühlte mich nicht mal mehr als so stark. Und stark war etwas, was ich gewohnt war, mich so zu fühlen. Es macht auch keinen Sinn, dass ich mich stark fühlen muss. Das ist jetzt mein kleines Mädchen in der Intensivstation. Und da dachte ich, ich kann alles, ja, nämlich wusste auch, dass ich jetzt hier sein möchte. Ich riskierte nicht hier zu sein, weil der Doktor sagte mir, du solltest sterben. Und ich habe hier ein Baby bekommen, ich werde jetzt nicht sterben und ich werde das hier nicht alleine lassen. Und ich werde hier und werde nicht auf der Seitenlinie meine Kinder aufwachsen sehen. Ich möchte hier sein einfach. Oh, das ist so cool, weil ich kann auch diese Energie wahrnehmen von der Forderung in deiner Welt, dass du für hier sein möchtest für ein neueres Wesen. Du bist eine großartige Mama und du bringst mich zum Weinen. So, also was nächstes? Was wählst du als nächstes? Also ein kleiner Moment habe ich gar nichts gewählt. Ich kam nach Hause, ich hatte ein kleines Baby. Ich war immer noch, mir ging es nicht gut. Was hat es, und dir ging es nicht gut, was war es? Es war durch mein Gewicht hatte ich ein paar intensive Blutprobleme. Ich
Also, es hätte mich mehr als einmal töten müssen. Und es war wirklich für mich groß, weil ich hatte meine Mama gesehen, die auf derselbe Art und Weise fast gestorben wäre. Es ist wirklich, es war ein großes physisches Ding, was mein Körper, er wollte aber hier sein, mein Körper. Also ich kam nach Hause, ich hatte mein kleines Baby, ich hatte, und für eine Weile habe ich nichts gewählt. Ich sah in dem Raum und dann wirklich ein neues Baby zu haben. Und ich hatte immer noch diese Energie von, ich möchte Dinge verändern. Ich möchte das nicht, dass das für immer ist. Ich möchte diese Stärke nehmen, die ich im Krankenhaus spüren konnte und das mein ganzes Leben machen. Ich möchte das ein. Ich wollte einfach mehr Dinge anzusammeln und es war, hat mich wahrscheinlich gebraucht, 18 Monate darüber zu denken, was ich als nächstes wählen könnte. Und dann wählte ich sehr schnell. Ich muss meinen Körper verändern. Ich möchte meinen Körper verändern. Ich hatte all diese Fragen in meiner Welt, wo ich dachte, die sind unmöglich und sie waren unmöglich basierend auf gesellschaftliche Meinungen, was du machen und nicht machen kannst. Und für mich kann mich erinnern, durch Instagram Discord für jemanden dir angeschaut, der ganz viel Gewicht verloren hat, von dem Gewicht, was ich hatte, immer jemand gesehen hat. Ja, sie haben das gemacht, das ist möglich. Und ich sehe, dass sie Gewichtsverlust-OPs hatte, aber dass, wenn ich das wähle, dass es nicht jedes Mal, wenn ich gesehen habe, dass sie es gemacht hat, und dann war ich aufgeregt, ich sehe, dass sie es getan hat, und dann gehe ich zurück in das, es ist unmöglich, weil ich wusste, dass es nicht so ist. Also ich wollte weiter mehr wählen, selbst wenn ich dieses Beispiel, dass jemand es gemacht hat, ich werde die Person heilen, die durchs Instagram scrollt, wie jemand anders, die werden mich finden und ich kann das dann für sie sein. Also, ich hatte versucht, dass sie zum Person kommen. Ich kann nicht persönlich kommen. Ich war so nervös. Ich fühlte, dass ich nicht wert war, zu so einem Ort zu gehen, weil dort zu einem Gym zu gehen. Und eine Dame hat mich angeschrien, ich bin zu nervös reinzugehen. Und als ich dann wirklich auch ehrlich war damit, alles, was ich brauchte, kann ich sagen, okay, sie sagte, ich könnte kommen, wenn dann keine Leute sind. Mache es in einer Art und Weise gemacht, das für mich funktionierte. Ich musste nicht für 2 Stunden, wir können dich einfach vorstellen, wir können das Equipment, wir können alles heute machen. Und es war wirklich, wirklich wichtig für mich, kann mich erinnern. Ich hatte meinen Ehemann, das beim Auto zu warten, weil ich musste einfach wissen, dass ich eine Fluchtmöglichkeit hatte. Ich liebe das. Es war wirklich, und ich sah, es war so ein großer Tag. Muss ich in Sportsachen gehen? Muss ich sportlich ausschauen, um dahin zu gehen? Und ich hatte all dieses Zeug. Ich kann mich erinnern. Also ich hatte mein gelbes. Jeder würde mein Kleid nur sehen und mich nicht selbst beachten. Und ich dachte, ich habe die ganze Zeit gezittert, als ich diesen Tag dann mich angemeldet hatte. Und dann am nächsten Tag ist das Sportstudio geschlossen wegen Covid. Also, aber tatsächlich, selbst die Wahl zu treffen, ich konnte nicht physisch jetzt dahin gehen, aber ich habe eine Wahl getroffen und jeden Tag, mein Ehemann hilft mir. Okay, lass uns spazieren gehen auf den Hügel. Und am nächsten Tag, alles war zu, wir sind spazieren gegangen. Und ich konnte nur zur halben Strecke gehen und wir sind zurückgegangen. Und es war schon der erste Tag und wir machten das jeden Tag. Und eine Woche später sind wir den ganzen Hügel hoch. Und es war so ein großes Ding.
weil ich wusste jetzt, selbst wenn ich nicht zum Sportstudio gehen kann, ich habe angemeldet, es passiert, es war in der Bewegung, ich kann Dinge tun in der gleichen Zeit. Ich habe Welte, ich versuchte, ich sah Fortschritte, die wirklich groß für mich zu wissen, dass ich jetzt auf den Hügel, da ist ein Wasserfall und ich fühlte mich, dass ich das wirklich, wirklich das Geschenk, dass ich das endlich geschafft habe, jetzt dahin zu kommen. Das war all diese Geschenke auf dem Weg, die mich weitergehen lassen und mich erinnern, warum ich das so gewählt hatte. Es waren schwierige Tage, wo du nicht gehen wolltest und die Dinge zu tun. Aber ich hatte aber auch die ganzen Dinge über den Weg hinein. Also du sagtest, also als wenn du angefangen hast, wann hast du gewählt, war nicht, also wie viele Kilos im Durchschnitt pro Monat oder hast du verloren? Das war doch viel. Das ist viel. Ich hatte tatsächlich jede Woche Gewicht verloren und verlangsamt sich jetzt. Ja. Aber ich habe das jetzt über 2 Jahre. Das ist so beeindruckend. Ich bin beeindruckt mit der Energie, dass die Leute hier wahrnehmen, wie ich dich gesehen hatte auf Instagram und Social Media, Shane. Aber das ist, wenn du einfach wählst und die Tatsache, dass du dir selber wirklich 18 Monate im Raum zu bleiben, du wünschst, etwas anderes zu wählen. Und was ich auch so oft mit Körpern sehe, okay, also wenn die Körper, dieses Jahr werde ich aufhören Schokolade oder aufhören zu trinken oder 2 Kilo die Woche verlieren und 5 Tage, okay, fuck it, was auch immer. So, und das wirklich, das Interview mit Warren Buffett war angehört. Warum hören die Leute dir nicht zu, Wohlstand zu kreieren? Weil die meisten wollen nicht reich über Nacht werden. Und für mich, wenn ich das höre, wie du darüber sprichst, ist, deine Ansicht zu verändern, deine Ansicht zu verändern über dich, deinen Körper und deine Wahl und auch schauen auf keinen anderen oder die Referenzpunkte. Und wenn du sagst, unmöglich, du findest keine Referenzpunkte. Und jetzt, du weißt, das ist tatsächlich möglich, weil du es wählen kannst. Und für mich, the power and potency von Wahl und ohne Bewertung ist einfach nur wow, es ist so enorm. Also wenn du dir das anhörst jetzt, bitte check auf Shainaz Fernandos Instagram und schau dir an. Will das mit dem Körper oder mit etwas anderes und wirklich das Wissen, weißt du, das wählen kannst durch deine Wahl. Du wählst eine andere Realität, du wählst, was dein Leben ausschauen würde. Du bist jetzt da, wo du bist, weil du es gewählt hast. Ist das etwas für dich funktioniert, was ich auch oft gefragt habe? Was möchtest du wählen, was anderes? Und du weißt, das ist alles möglich. Ich habe ganz viel gemerkt in dem Moment, dass diese Dinge auf Instagram und Social Media, überall, wo du das findest, das große Dinge, einmal zu einem gewissen Alter kannst du kein Gewicht verlieren. Und das war so nicht wahr für mich. Ich war nicht Bullshit. Ich möchte, es ist nicht wahr für mich. Ein Ding, was ich gemerkt habe, was mein Körper hat sich so oft verändert über die letzten paar Jahre. Und ich habe es so sehr bewertet über so lange Zeit. Ich bin aufgewacht und habe gesagt, okay, wie viel Bewertung kann ich mit dir heute haben? Und dann wirklich diese ganzen Bewertungen meinen Körper. Und dann habe ich realisiert, dass ich tatsächlich meinen Körper gestoppt bewerten würde. Was kann sich dann zeigen? Und eines der schwierigsten Dinge war, es war nicht aufzugeben, gewisse Art von Essen oder es war nicht dieses Stück für mich persönlich. Es war Veränderung, die Ansichten über meinen Körper. Und dann wirklich jeden Morgen, wenn ich im Bett liege und ihr könnt das machen, dann lege ich meine Hände auf meinen Körper irgendwo. Hey, guten Morgen, es ist hier mein Körper, hier, hey. Und wirklich die Freundlichkeit und das Nähren und die Fürsorge meinem Körper. Und ich immer diese Frage stelle, was braucht es für heute, dass er großartiger wird als gestern, um meinen Körper zu hören, anstatt den zu überwältigen. Und für mich persönlich, irgendwo in meiner Welt und diesen irren Bewertungen, wenn ich den genug übergehe, dann tue ich dann
sagt der Wille, wenn du deinen besten Freund ständig anschreien würde, dann würde dein bester Freund auch wegrennen. Und ich weiß, welche irrsinnigen Ansichten, wenn ich meinen Körper dauernd übergehe, dann würde er sich verändern. Und jetzt höre ich meinem Körper zu. Diese Leichtigkeit, wow, das ist etwas viel, viel größer, diese Türen, die mein Körper, Universum, Bewusstsein, das eröffnet. Hier sind die Regenbogen und Einhörner, sie existieren. Und da ist auch oft immer der Wasserfall auf dem Hügel. Ich möchte dich einladen, egal wo du jetzt mit deinem Körper bist, was, wenn du aufhörst, ihn zu bewerten, weil für mich auch, die Größe ist nicht relevant. Wir bringen so viel Zeit auf das Image von unserem Körper. Das ist nicht relevant und ich möchte auch diese Frage auch darüber stellen möchte. Für mich ist es nicht relevant. Keiner ist gleich, wirklich. Und du hast dein ganzes Leben dich dafür verbracht, zu entschuldigen, wie du dich kreierst, egal wie du Alter oder Hautfarbe oder was immer du entschieden hast, was falsch ist über deinen Körper. Was ist, wenn es nicht falsch ist und du eine Frage stellst, was ist richtig an mich und richtig an meinen Körper, was ich nicht verstehe und alles, was dir jetzt nicht erlaubt, wahrzunehmen, wissen, sein und zu empfangen, was richtig über deinen Körper ist und jetzt heißt zerstören und kreieren. Right on, good, bad, pop, pop, on, unconscious, boys, poets and beyond. So, also ich möchte dich auch fragen, wenn du, ich liebe, wie in Bezug gehst zu deinen Kindern. Ich möchte einfach hier sein. Also, wie war das die Hauptwahl, aus der Bewertung rauszukommen für deinen Körper? Und ich habe das auch gemerkt, ich mit dir gesprochen. Wie war das für dich? Bewertung mit dem Körper zu haben und aus den Bewertungen rauszugeben und wie war das dann mit dieser Reise und dieser Wahl? Es war immer noch im Progress. Ich möchte sagen, ich bin immer noch nicht 100% aus der Bewertung. Mein Körper, ich kenne keinen, der 100% nicht seinen Körper bewertet. Und jetzt habe ich das Ding mit dem Gewicht und jetzt denke ich, okay, ist alt, stopp. Du bist jetzt nicht das eine mit dem anderen austauscht, was ist, wenn es keine Bewertung ist. Okay, das ist ein ständiger Fortschritt. Es veränderte sich ganz viel in diesen letzten Wochen. Erstmal habe ich mich immer bewertet über mein Körpergewicht und dann das in Ordnung zu bringen, dachte ich, dass ich eine gewisse Kilozahl erreichen möchte. Und ich war immer in dem Raum, was als nächstes, und ich habe ganz viel Panik gehabt. Ich war auf dieser Reise, wo die Leute mich schauen, weil ich all dieses Zeugs mache. Und es war, dass ich auch über ich bin, so bin ich, und wenn ich das nicht habe, wenn ich zu einer Zahl komme, das ist nichts anderes, das würde ich dann als nächstes machen, würde ich dann verschwinden. Es hat sich verwandelt von der Zahl, weil da war nirgends, wo ich hingehen möchte. Und letzte Woche mit meinem Ernährungsberater, wir checken jede Woche, wir sprechen über Essen, weil es ist interessant, weil ich habe nicht diese Ansicht, dass es gutes oder schlechtes Essen. Ich höre meinem Körper zu und dann sage ich so, ich habe so Millionen Pace gemacht, weil mein Körper folgt, was er in dem Moment braucht und ich liebe es. Ja. Und es war wirklich dasselbe für 4 Wochen, war das erste Mal, wo ich das gesehen habe. Und ich fing an, irgendwo Panik zu haben, dass ich am Ende war. Und das war das Ende. Und ich bin auf die Waage und ich mache mir Sorgen, dass es am Ende schaut, ist es eine Zahl, ist es ein Log? Und sie sagte, antworte, bevor du denkst, es ist nur eine Zahl. Es hat wirklich so viel losgelassen, weil die Gesellschaft sagt dir, du sollst diese Zahl verfolgen und ich möchte, dass es ist nicht mehr eine Zahl. Oh. Und dann kann der Körper wieder atmen. Hör auf, die Zahl aufzugeben. Es war so ein großes Ding. Und ich sagte, ich kann auch keinem Look hinterher rennen. Und das fühlte sich also schwer an. Aber ich hatte entschieden, weil
ich immer größer war, dass ich jetzt anders habe. Ich habe ganz viel lockere Haut und ich konnte mich niemals vorstellen, wie die Magazin oder auf Social Media sagen, also Look, ich glaube, ich kann auch keinem Look hinterher rennen. Und ich bin dann da hingegangen. Das ist nicht wahr, weil das erste Mal, ich schaue jeden Morgen in den Spiegel und für lange Zeit habe ich nichts gesehen, was ich mag, gar nichts. Und ich schaue jetzt in den Spiegel und ich habe... Und ich habe Schultern. Ich habe niemals gesehen, Schultern, die sind so, ich bin so stolz und das ist etwas, dass es sich nicht nach etwas fragen kann. Also selbst wenn ich sage, ich kann keinem Look hinterher rennen und ich habe gesagt, das ist nicht wahr. Ich kam diese Woche zurück und ich hatte ein neues Ziel für mich. Es war komplett physisch und basierend auf Look und es ist wirklich mutig, ich bin so aufgeregt und jetzt will ich sehen, was möglich ist. Also, da ist also keine lockere Haut mehr. Also, dass ich das jetzt einfach erreichen werde und es ist einfach nur für mich, nur zum Spaß. Es ist nicht für jemanden anders, ich werde es. Operation, einen Po aufzubauen und mal schauen. Operation Po-Building. Also wir sprechen, es ist nur für mich, nur zum Spaß, auch erzähle ich keinem was, auch wenn wir hier im Podcast sind, aber das Ganze, ganz viel oft, wenn die Leute etwas teilen und wonach sie schauen, ist dann jemand, der zustimmt oder etwa Bewertung auf projiziert, dass sie sagen, okay, machen. Die Leute lieben diese Freude an Scheitern. Für mich, wenn du etwas anderem hinterhergehst und deine, ich habe dieses und jenem nachgejagt und es war diese Freude, die ich wahrnehmen kann in deiner Welt, was ist jetzt hier sonst noch möglich? Nichts ist unmöglich und wird es sich zeigen in der Art und Weise, wie du es gerne möchtest, wer weiß. Und es kann etwas auch was anderes sein. Ich liebe die Tatsache, dass du deine Schultern einfach aufsetzt hast. Okay, ich habe eine Schulter und ich habe meine Schlüsselbein, mag ich liebe es. Weißt du, sie sind in einem gewissen Winkel. Und ich sage einfach so, hallo, für mich ist das sehr sexy. Okay, cool. Also ich möchte euch alle hier einladen, anzuschauen, was ist es, wonach du fragen willst, Shannon. Wonach fragst du? Nicht aber diese Erwartungen, dass es sich so zeigen muss, was, wo das hinführt, wenn ich scheine, die Operation Po aufzubauen, diese kurze Energie. Okay, lass schauen, was sich zeigt. Weil wenn du nicht danach fragst oder etwas in dieser Richtung folgst, weil du schon entschieden hast, es ist nicht möglich. Und du füllst es mit diesen Bewertungen und den Erwartungen. Du projizierst es und du empfängst es von anderen Menschen, was dich immer dahin bringt auf die große Bewertung, dass ich kann es nicht machen. Und das ist nicht wahr. Also fragst du nach etwas, ich weiß, wo er sich schaut. Ich versuche, alles nicht mehr zu kontrollieren. Und Nummer eins, mich zu meinem Körper zu bewerten und was zum Teufel kann sich zeigen. Und da war uns einfach viel zu viel Spaß, diese Energie mit unseren Körpern zu sein. Ich liebe es. Ja. Yeah. Ist dann etwas, was du jetzt hinzufügen möchtest? Und ich liebe es, dass wir das über Körper sagen. Ich denke, ich kann mich erinnern, nichts wirklich unmöglich ist. Wenn du wählen kannst, dann kannst du. Und wenn ich anfing, das und ich bin ins gelbe Kleid in das Sportstudio, habe ich jedem erzählt, ich werde so viel Gewicht verlieren und ihr werdet mich nicht wiedererkennen. Und jetzt ist passiert, aber weil, als ich das gesagt habe, es war so viel von, dass ich dachte, dass es nicht möglich ist. Okay, und ich, was mein Körper machen konnte
und dass ich Dinge in Ordnung bringe, die ich niemals vorher nachgefragt habe. Ich frage nach den lustigsten Dingen. Ich habe diese Liste, die ich fähig bin zu tun. Und vor 2 Jahren war es halt diese Monkey Bars auf dem Spielplatz. Und als Kind habe ich das gemacht und jetzt kann ich es wieder machen. Und ich habe viel, viel mehr, ich bin mehr aufgeregt als die Kinder auf dem Spielplatz. Oh, okay. Und ich sitze dann auf dem Ding und mein Ehemann und sagte, spring. Ich kann nicht. Einfach. Und ich habe es gemacht und es ging so schnell. Und das habe ich 1 Million Mal gemacht. Ich habe es einfach versucht, um dich zu zeigen. Du kannst immer, man denkt, man kann es nicht, kann es nicht, kann es nicht. Und dann tust du einen Schritt weiter und es ist erledigt und einfach diese neuen Türen, die sich öffnen. Und ich mache all diese Dinge. Ich gehe zum Sport jeden Tag für mindestens 3 Stunden. Und es ist nicht kein Commitment für mich. Ich liebe es. Es macht mich glücklich. Und ich war das Mädchen, ich war eine sportliche Person. Ich machte keinen Sport. Ich hatte eine Entschuldigung von meiner Mama, dass ich etwas nicht machen konnte und saß an der Seite. Ich konnte. Diese Welt war mir erlaubt, ein Teil von zu sein. Und jetzt merke ich, dass ich es bin und es mir erlaubt. Ich kann Dinge tun und den Leuten auch zeigen, was auch möglich ist. Und ich liebe es und ich gehe jeden Tag. Und es ist so ein Geschenk für mich. Und es ist, und jetzt, was ist das Einzige, was ich wähle, komplett für mich. Und es macht mir so, so glücklich. Und das andere in meiner Welt, was ich jetzt verändern kann, meine Welt und meine Familie musste sich verändern, aber nichts davon ist schwierig. Weil es ist eine Wahl, was die Welt größer macht, weil einfach alles passiert und es macht es einfach eine leichtere Wahl. Und wenn du etwas wählst, kann es vielleicht schwierig sein, was muss nicht. Und es war 2 Jahre und immer weitere Wahl, aber es fühlte sich niemals schwierig an. Aber wenn jemand sagt, der 80 Kilo ist, das ist etwas, was schwierig ist. Und es waren 2 meiner besten Jahre meines Lebens. Und nicht schwierig. Ich möchte einfach noch etwas hinzufügen, bevor wir den Podcast beenden. Ich habe gemerkt auch, wenn du sagst, dass du 80 Kilo verloren hast, die meisten Leute werden sagen, oh, ich esse so viel, dass ich sage, ich habe gesehen, diese wunderschönen Früchteteller, das ist großartig. Und ein Picknick, was du das hast mit deinem Ehemann. Oh, das Essen sieht so großartig aus. Also wirklich nichts von der Ansichten. Es geht darum, zu essen. Es geht mehr, sich selbst auszubilden. Was funktioniert auch für deinen Körper? Und ja, danke schön. Und ich möchte dich ja fragen, ich habe dich das auch gefragt. Ich mache eine Serie, wenn du das herausrufen gehst, auf simoneundmelissa.com/bodyserie. Es geht über 3 Monate. Ich mache einen Call jede 2 Wochen und wir haben ganz viele Dinge. Aber ich möchte dich jetzt auch fragen, als Gast mitzukommen auch in dieser Serie, wenn du gerne möchtest. Oh, ich würde so gerne. Also wenn du diese Bodyserie mehr teilnehmen möchtest, dann geh auf simonemelissa.com/bodyseries und du hast die Informationen auch in den Shownotes. Ich möchte einfach ein bisschen mehr erforschen für mich. Also vor 4 Jahren mach einen Kurs auf Körper und ich so, dann hätte ich mich übergeben. Nein, lass uns über Geld oder Business oder was, das spricht aber nicht Körper. Und jetzt habe ich so viel Spaß in meinem Körper, mehr Spaß, als ich jemals in meinem Körper hatte, in so vielen unterschiedlichen Art und Weise. Und ich denke auch du. Und was noch? Was noch? Nicht von dem ständig etwas hinterher zu jagen, sondern, oh, ich habe etwas anderes hier verwirklicht. Und was möchte ich jetzt noch spielen und verwirklich meinen Körper? Und weil ich liebe es, dass du diese Liste
Also wenn du dir das anhörst oder wenn du 10 Dinge aufschreibst, die du gerne, oder 10, 20 Dinge, die du mit deinem Körper machen möchtest, die du entschieden hast, die unmöglich sind. Was ist, wenn du einfach, also es könnte einfach, und dir diese Liste anschaust und zerstören und kreieren all die Bewertungen, die du hast, dass du es nicht tun kannst. Was ist das, das Erste? Wenn du über die Bewertung hinweg gehst und scheinbar, mach einen Schritt nach dem anderen und all das gehen lässt. Am Ende. Und das ist, die Welt ist ein wunderbarer Ort und die Erde ist ein wunderbarer Ort und so viele Abenteuer, die wir haben kann. Und Regierungen und weiß ganz viel Scheiße, die dann vor sich geht. Das muss nicht so sein. Wir sind viel größer. Also wir müssen einfach die als unendliche Wesen hier auf der Erde, also was werden wir wählen? Also danke schön, dass du hier bist. Ich bin so dankbar für dich und wir haben diesen Instagram. Du kannst all dieses schöne Essen anschauen, was ihr hatte. Und ich werde dich auch darüber sprechen, über der auf der Körperserie. Ich fand das unglaublich erfrischend. Und Dankeschön. Und okay. Dankeschön, dass ihr hier seid. Bitte folgt uns, meldet euch an, abonniert aus und teilt das mit euren Freunden. Und danke, dass du hier bist. Danke. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann klicke bitte auf die Schaltfläche Folgen oder Abonnieren auf deiner bevorzugten Hörplattform, um über neue Folgen informiert zu werden. Wir lesen alle Rezensionen, also wenn es ein Thema gibt, über das du gerne etwas hören möchtest, lass es uns wissen. Wenn du mehr über die in den Podcast erwähnten Tools, Informationen und Kurse erfahren möchtest, besuche www.simonemillissas.com und folge mir auf Instagram @simonemillissas oder der Podcast hat seinen eigenen Link auf Instagram @choicechangeandaction. Vergiss nicht, dass du dir die Podcast-Infos herunterladen kannst. Und zu guter Letzt, viel Spaß heute!